Wir bürgern unsere eingebürgerten Staatsbürger wieder aus und sagen, du kannst gehen, we don't want you. Det är en ansvarslös invandringspolitik och en misslyckad integration som har fört oss hit. Utanförskapet och parallellsamhällen göder de kriminella gängen. Schweden bürgert seine Staatsbürger aus und zum ersten Mal seit 50 Jahren gibt es mehr Abwanderung als Einwanderung. Erstmals seit 50 Jahren hat Schweden mehr Aus- als Einwanderer. Ein harter, restriktiver Migrationskurs. Nein, doch. Führt vielleicht Schweden aus dem Elend, in das sie sich hineinmanövriert haben. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es gibt sie noch, die Länder, die ihre eigene Bevölkerung ernst nehmen. Die rechtskonservative Regierung in Schweden plant jetzt neue Methoden, um noch schneller, noch mehr illegale Migranten aus dem Land zu schaffen. Dafür sollen jetzt schwedische Bürger jeden Kontakt mit einer illegalen Person den Behörden melden. Sei das beim Arztbesuch, beim Theaterbesuch, beim Kinobesuch. Mal schauen, wie viele Kurzschluss-Gewaltdelikte daraus dann entstehen, wenn einfache Bürger hier illegal aufenthältige Personen melden sollen, die dann ganz genau wissen, was ihnen droht. Schweden allerdings hat jetzt reagiert. Die Zahlen jetzt im ersten Halbjahr sind um 27% zurückgegangen. Es kamen nur noch 5.600 Neuankömmlinge, die ein Asylgesuch gestellt haben nach Schweden. Man muss bedenken, es gab in den vorherigen Monaten über 80.000 Menschen, die innerhalb von wenigen Monaten nach Schweden gekommen sind. Und sie haben Schweden an den Rande des Abgrundes gebracht. In Städten wie Malmö und Stockholm hat sich die Gewaltsituation noch verschärft. Sie war vorher schon schlimm, sie ist allerdings viel weiter gewachsen. Die Parallelgesellschaften, sie existieren inzwischen in ganz Schweden. Es soll jetzt endlich nach der Einführung der strengen Grenzkontrollen, die es da aktuell gibt, sollen jetzt hier auch Verkehrsunternehmen ihre Passagiere auf gültige Identitätsnachweise prüfen. Ansonsten wird diesen die Erlaubnis entzogen. Die Aufenthaltstitel, die Schweden in der letzten Zeit ausgestellt hat, waren teilweise unbefristet. Den unbefristeten Aufenthaltstitel hat Schweden jetzt einfach abgeschafft. Es gibt sie nicht mehr. Es gibt sie nur noch, die befristeten Aufenthaltstitel. Der Familiennachzug wurde quasi ausgesetzt, denn die Regelung heißt, nur anerkannte Flüchtlinge dürfen innerhalb der ersten 3 Monate nach ihrer Ankunft die Angehörigen nachholen und auch nur, wenn sie für deren Unterhalt aufkommen. Damit hat man sich dieses Problem entledigt und es steht jedem frei, in einen sicheren Drittstaat auszureisen, um dort seine Familienzusammenführung zu machen. Um regieren zu können, ist der konservative Ministerpräsident im Parlament auf die Unterstützung der ultrarechten Schwedendemokraten angewiesen. Jetzt singen sie in Schweden wieder das Lied des Fachkräftemangels, wo man mal sagen muss, wenn diese ganzen, die jetzt das Land verlassen, die meisten davon arbeiten nicht oder sind in sogenannten Integrationsmaßnahmen. Das bindet alles Personal. Wenn wir das Personal nicht mehr brauchen, für die Unterkünfte zu bewachen, für die Sprachkurse zu machen, für die Integrationskurse zu machen, die sozialen Betreuer, wenn das ganze Personal wegfällt, können die sich auf dem Arbeitsmarkt frei bewerben und das mit dem Fachkräftemangel ist immer nur eine hausgemachte Situation. Unternehmer können jederzeit freiwillig in ihre Mitarbeiter investieren, sie qualifizieren und sie ans Unternehmen binden. Doch im Wettbewerb mit vielen anderen Unternehmen bleibt am Ende nur der Ausweg in den Billiglohnsektor oder in den Niedriglohnsektor. Und das hängt am Ende mit dem Geschäftsmodell zusammen. Es gibt Geschäftsmodelle, da kann man konkurrenzlos unterwegs sein und da kann man auch gute Löhne und gute Gehälter bezahlen. Ein weiteres Hauptproblem ist, dass es auch viele gibt, die wollen sich nicht weiter qualifizieren. Es gibt viele, die sind handwerklich gelernt und würden zum Beispiel keine Umschulung zum Elektro-Kfz-Meister machen, weil sie das Elektro-Kfz per se ablehnen. Es gibt immer 2 Seiten der Medaille, doch jetzt hauen die Schweden hier einen raus. Sie wollen jetzt, dass ein neues Gesetz dafür sorgt, dass im öffentlichen Sektor Menschen ohne Papiere den Behörden zwingend zu melden sind. Der Regierungsbeschluss soll hier bis Ende November umgesetzt werden. Das Gesetz soll Beschäftigte im öffentlichen Sektor dazu verpflichten, Menschen ohne Papiere den Behörden melden zu müssen. Man nennt es schon das Spitzelgesetz von Schweden. Sie wollen das jetzt im Parlament beschließen. Im November soll es in Kraft treten. Es betrifft ungefähr 1 Million Arbeitnehmer in Schweden. Vom Zahnarzt bis zum Lehrer würde jeder gezwungen werden, einen Kontakt mit jemandem ohne gültige Papiere zu melden. Da sagt der eine, oh, der Denunziant im Land, der ist der Schlimmste. Der andere sagt, nein, nein,
wenn wir endlich mal alle auf links drehen und alle mal hinausschütteln, die hier quasi sich nur an uns laben, ohne hier berechtigt zu sein, dann sehen wir am Ende mal, wenn wir die Spreu vom Weizen trennen, wer wirklich unsere Hilfe braucht. Der größte Knaller kommt jetzt aber. Sie wollen eingebürgerten Ausländern, also Personen, die in der Vergangenheit eingebürgert wurden in Schweden, wollen sie jetzt motivieren, auszuwandern. Und aktuell zahlen sie für eine freiwillige Ausreise 10.000 schwedische Kronen. Das sind 855 Euro. Allerdings zahlen sie das nur an Flüchtlinge bei freiwilliger Ausreise. Also jeder in Schweden, der jetzt nach Deutschland kommen möchte, kriegt nochmal das Taschengeld on top. Jetzt wollen sie das allerdings ausweiten auf schwedische Staatsbürger. Leute, da will ich Sie jetzt mal Schnappatmung bekommen sehen, wenn Sie hier sagen, oh, die Wannsee-Konferenz 2.0 der AfD hat dazu geführt, dass sie in Schweden jetzt ihre Staatsbürger ausbürgern wollen. Ich wette, sie finden einen Weg zu behaupten, die AfD hat das verursacht. Leute, es ist phänomenal hier. Es soll jetzt auf eingebürgerte schwedische Staatsbürger und deren Familien eben ausgeweitet werden. Das Programm der freiwilligen Ausreise, das heißt, sie entziehen den, dann noch den Pass dazu, geben dir Taschengeld und sagen, da ist die Tür, go home. Zu diesem Vorschlag heißt es jetzt hier aus den Regierungskreisen, dass eine Ausreise nur in ein Land außerhalb der EU möglich sei. Ah, Schweden supports the Union. Das ist wirklich phänomenal. Ich bin gespannt, wie viel du davon in der Tagesschau gesehen hast. Ich würde sagen, 0 Sekunden. Wie viel du davon in den ZDF-Heute-Nachrichten gesehen hast, wahrscheinlich 0 Sekunden. Dennoch ist es spannend hier, dass eine aktuell regierende, demokratisch gewählte, rechtsstaatliche Regierung in Schweden sagt, wir bürgern unsere eingebürgerten Staatsbürger wieder aus und sagen, du kannst gehen. We don't want you. Det är en ansvarslös invandringspolitik och en misslyckad integration som har fört oss hit. Utanförskapet och parallellsamhällen göder de kriminella. Es ist wirklich phänomenal, was hier noch passiert. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Hast du schon den Kanal abonniert? Wir haben jetzt über 100.000. Komm dazu für die nächsten 100.000. Ansonsten, ich habe noch X und Telegram, könnt ihr auch vorbeischauen. Ab und zu gibt's da unzensierte Bilder, die YouTube hier nicht senden möchte. Ansonsten kann ich nur noch mal sagen, Auswandern mit Kopf ist jetzt mein neuer Zweitkanal. Ihr könnt ja mal reinschauen. Und wenn du bei Amazon bestellst, bestell doch bitte über meinen Affiliate-Link unter dem Video. Gleicher Preis für dich, kleine Provision für mich, damit der Kanal hier weiter finanziert werden kann. Damit sage ich ciao, bis bald.